Kopenhagen am 10.08.2017. Der letzte Abend unserer Reise mit der AIDA über das Mittelmeer. Kopenhagen, eine wunderschöne Stadt. Wir erlebten sie bei einer Bootstour und einer Stadtrundfahrt. Sie verabschiedete sich von uns mit einem wunderschönen Sonnenuntergang. Pünktlich um 8 Uhr legte die AIDA Bella ab, fuhr hinaus in die Ostsee, vorbei an den beiden Inseln, auf denen alte Festungen sich befinden, entlang der Windräder und dann noch in den Sonnenuntergang am Flugplatz vorbei, wo ich dann auch noch zwei landende Flugzeuge erwischt habe. Ein wunderschöner Abend, wunderschöner Sonnenuntergang. Nichts deutete darauf hin, dass sich hier an diesem Abend in der Nacht dramatische Ereignisse in der Ostsee abspielen werden. Am 11.8. legten wir dann in Kiel an und dann am Abend, als wir dann endlich zu Hause angekommen waren, sahen wir folgende Nachricht in den Medien. Das Privat-U-Boot in Kopenhagen ist gesunken und eine schwedische Reporterin wird vermisst. Dieses U-Boot habe ich doch auf meinem Zeitfilm. Mal ein Ausschnitt in vergrößerter und etwas verlangsamter Form. Der kleine schwarze Punkt hinter dem Segelboot, was rausfährt auf die Ostsee, ist dieses U-Boot. Es ist so circa 19:30 Uhr ausgelaufen und ich habe auch ein paar Fotos noch gemacht, wo man das U-Boot besser erkennen kann. Ein kleines Küstenwachtboot oder Marineboot fuhr vorne weg, das U-Boot hinterher und entgegen kam ein Segelboot. Das war das Auslaufen des U-Bootes. Interessanter war es dann aber eine Stunde später. Dort tauchte plötzlich das U-Boot wieder auf. Dieser kleine schwarze Punkt, der von rechts jetzt reinläuft, das ist das U-Boot. Und das Interessante, es näherte sich ein Motorboot, was dann kurz an dem U-Boot anlegte und dann wahrscheinlich wieder verschwand, was man jetzt aufgrund der Entfernung schlecht erkennen konnte. Auch hier habe ich noch einige Fotos mit meinem Fotoapparat gemacht. Hier nähert sich das Motorboot dem U-Boot. Es ist etwas näher dran. Und wenn man dieses Bild vergrößert, dann sieht man auf dem U-Boot wirklich zwei Personen. Es müssen zu diesem Zeitpunkt zwei Personen auf dem U-Boot gewesen sein. Und es kam das Motorboot noch heran und schloss zum U-Boot auf. Ja, die AIDA entfernte sich dann, sodass wir dann nicht mehr sehen konnten, was geschah. Was hier im Sonnenuntergang noch zu sehen ist, sind sicherlich dramatische Ereignisse und ich hoffe, dass die dänische Polizei bald Licht ins Dunkel dieser Sache bringen wird.